Nach der Geburt hieß es dann, ja, also die hat einen kompletten Darmverschluss, also das sieht nicht gut aus, sie muss sofort operiert werden und ist dann nach Kassel geflogen worden, ist dann am nächsten Tag operiert worden und an dem Abend ist dann aus Kassel dann der Anruf gekommen, also dass die Operation geglückt hat und dass es Mukoviszidose ist. Und das war damals schon immer witzig, also wenn sie dann so gefragt hat, was sie hat und dann haben wir immer versucht zu erklären und wenn dann Leute gefragt haben, ja, was ist denn das mit deiner Krankheit, dann hat sie immer gesagt, ja, das ist nicht ansteckend und wenn ich groß bin, kriege ich eine neue Lunge und dann bin ich wieder gesund. Dann habe ich ja dann auch gelesen von den Klimakuren, dass es sowas gibt und also das war für Vera sehr wichtig, weil sie vorher sich ja gar nicht getraut hatte, alleine zu verreisen oder überhaupt mal zu fliegen und da hatte sie dann Gefühl, da ist sie ja betreut und kann eigentlich nichts passieren und ich bin dann mitgeflogen als Begleitperson, das war auch für mich das erste Mal zu fliegen und ja, es war ganz toll. Also dann auch mit den anderen. Das waren dann auch überwiegend junge Erwachsene, die dann dabei waren und es war eine tolle Gemeinschaft und der Frühsport am Strand, das war so toll für alle und da gab es dann auch viele Informationen und auch einfach mal Urlaub. Also es war so eine bunte Mischung aus allem. Ja, da habe ich halt dann mit der Beamtenausbildung angefangen und das war dann schon relativ schwierig. Habe dann das auch beendet, die Ausbildung, und habe dann da auch gearbeitet. Ja, und irgendwann wurde es dann aber weiter schlechter und wie war das denn? Also ich konnte nachts nicht mehr schlafen, zumindest nicht mehr im Liegen. Versuchen immer im Sitzen zu schlafen, ging irgendwann auch nicht mehr. Dann bin ich halt nach Gießen und dann haben mich auf diese Beatmung, diese BiPAP eingestellt. Und ja, man lag dann wirklich mit Sauerstoffschlauch, mit PEG-Schlauch, mit IV-Schlauch, mit Sättigungsmesser, also mit 5, 6 Schläuchen da im Bett nachts, da war nicht mehr viel Bewegungsfreiheit da. Und ja, abends kam meine Mama, hat mir quasi die PEG angehangen, hat mich umgezogen, hat sauber gemacht, kam dann morgens wieder, um das alles wieder abzuhängen und mich zu duschen und anzuziehen und einzucremen. Und das war echt, ich weiß nicht, ich bin dann immer gerne in den Wald gegangen, früher spazieren gegangen und das ging halt auch nicht. Dann hatte ich damals in Gießen noch einen ganz tollen Kinderarzt, also mit dem habe ich auch heute noch Kontakt, der ist super nett. Der hat dann irgendwann gesagt, ja Vera, wir müssten uns vielleicht langsam mal über ein Thema unterhalten, du weißt vielleicht was, sage ich, ja, Transplantation. Sagt er, ja, genau. Sag ich, ja, gut, weiß ich, habe mich schon, ist mir klar, dass es irgendwann auf mich zukommt. Da habe ich halt an diesen zwei Seminaren vom MUKO-EV teilgenommen, einmal in Berlin und einmal in Hannover. Allein schon mal, um andere noch zu treffen, die in der ähnlichen Situation sind wie ich, dass man sich da mal ein bisschen austauschen kann, wie geht's dir? Und natürlich auch diese ganzen Vorträge, also mal zu sehen, wie läuft die Transplantation ab, wie wird es gemacht, wenn es, also, dass es überhaupt nicht mehr der ganze Thorax aufgeschnitten wird und wie ist der Klinikablauf, ja, das sind alles so Sachen, da weiß man halt schon mal ein bisschen, was auf einen zukommt. Gerade chirurgischen und medizinischen Vorträge fand ich halt sehr interessant, dass man mal da gut weiß, was machen die da mit einem, während man in Narkose ist. Für die Angehörigen fand ich das sehr gut, muss ich sagen. Ich habe ja dann immer noch mal ein Extra-Programm und das sind auch noch mal, ich muss mal sagen, unter Angehörigen spricht man oder unter Mütter, würde ich mal sagen, auch noch mal über andere Sachen, die ich jetzt mit der Vera vielleicht gar nicht so besprochen hat, die Ängste. Es ist klar, also immer voreinander, oh, alles gut, super, das wird schon. Und aber klar, da waren auch Bedenken und das fand ich auch sehr hilfreich, dass man sich da so ein bisschen austauscht. Es ist halt immer so die Frage, wann sagt man, wann lässt man sich auf die Liste setzen und wann nicht. Und als es dann halt wirklich schlimmer wurde mit BiPAP und so, da habe ich gesagt, gut, jetzt ist der Zeitpunkt. Und dann bin ich im Februar 2012 auf die Liste gekommen, weil ich kurz davor den Infekt hatte, sollte ich zur Reha. Und das war am Anfang auch ganz schlimm, also ich saß ja im Rollstuhl und dann haben die da gesagt, ja, wer im Rollstuhl sitzt, wird nicht transplantiert und warum sitzen Sie im Rollstuhl? Sie können doch laufen. Und also das war echt hart. Da sage ich, ich versuch's, aber es geht nicht. Und dann kam ein Anruf. Ja, es war anonym. Die meinte, Mama, willst du nicht mal dran gehen? Ich so, gut, ja, habt ihr jetzt eh nichts vor, gehe ich dran. Ja, dann hörte ich nur, Herr Doktor, so und so, wir haben ein Organangebot für Sie. Ich so, okay. Ja, fühlen Sie sich fit und soweit gesund? Ich so, ja, sagt er, das klingt ja nicht so überzeugend. Ich habe nur gedacht, ja, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen schockiert vielleicht. Ich hatte gedacht, man kommt jetzt da rein und es ist so, ah, Transplantation, hier, alles vorbereiten, schnell. Und man sitzt da und denkt, was passiert jetzt? Sind die Lungen? Sind Sie die Lunge? Genau, ja. War dann am ersten Morgen um 7 soweit, dann haben wir uns vor dem Aufzug noch verabschiedet und dann bin ich dann in den OP gebracht worden. Vorher denkt man, man ist auf alles vorbereitet, aber man ist auf gar nichts vorbereitet, wenn da ein Anruf kommt. Wir sind hier ins Auto rein, kopflos. Die erste Stunde ging eigentlich noch und dann wieder angerufen.
Nein, die ist noch nicht hier oben. Das ist eigentlich auch merkwürdig, aber wir wissen nichts. Und dann haben wir nochmal Station angerufen und sagten, nee, doch, die müsste schon eigentlich oben auf Intensiv sein. So, und dann war es so 5, 6. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, das stimmt doch was nicht. Das, wieso sagt uns keiner? Und dann, wenn man erstmal anfängt, dann rast das ja. Dann überschlägt sich das. Und die wollen uns was nicht sagen. Und also das war wirklich... Es war einfach nur die Hölle, also wir wussten gar nichts. Und ja, und dann um 8, halb 8, dann kam dann eine Schwester und sagt, ich bin eigentlich nicht für sie zuständig, aber ich sehe, dass sie hier schon seit Stunden sitzen und ich guck mal, ob sie nicht mal zu ihrer Tochter können. Und ja, dann lag sie da und ja, und dann sagte die halt die Schwester, ja, sie wird sie gar nicht hören können um 7. Ich glaube doch. Und ja, und dann fing sie dann so an, ja, dann, wie dann die Geschwister reinkamen, dann machte sie einen Daumen hoch und ach, dann haben wir natürlich erstmal alle geheult und ja, und dann kam sie so ein Tränchen und dann sagt sie, hast du Schmerzen? Und dann schüttelt sie nur den Kopf, sagt, bist froh? Und dann nickte sie so und ja, also das war Wahnsinn. Also als ich das erste Mal wach geworden bin, war ich, als ich die Stimmen von meinen Eltern gehört habe, aber da waren wir noch so benebelt. Es war wichtig, also ich war echt ab vorher gesagt, ich will genau wissen, wie viel Uhr es ist, welche Medikamente ich habe, weil das ist mir von früher so gewohnt, dass man einen Überblick über alles hat und ich habe es mir dann nicht behalten können, aber egal. Und vor allem, dass ich ein Foto habe, wollte ich auch unbedingt. Das haben sie dann auch gemacht. Gut, das Aufstehen war erstmal schwierig, weil die Muskeln komplett weg sind. Wo ich mir gedacht habe, so lange hast du doch jetzt gar nicht hier. Das war echt schwierig dann. Aber als ich dann erstmal stand und dann geatmet habe, es tat zwar noch überall weh, aber es ging. Also ich weiß noch, ich bin nur den Flur gegangen und habe gesagt, Mama, ich kann reden und atmen gleichzeitig. Das war so der erste Wow-Moment. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt brauchst du noch eine ganze Weile, bis das sich dann wieder alles entwickelt und so ist, wie es heute ist. Ich kannte es ja noch nie, dass es einem so gut geht, dass man so viel Luft haben kann, so viel erzählen kann und so selbstständig auch ist. Also das ist ein riesen Unterschied. Also Lunge ist top, auch wenn ich erkältet bin oder so, es geht nie auf die Lunge. Es ist im Moment so mehr der Magen-Darm, der mir da zu schaffen macht, wo ich es halt noch merke. Man überlegt ja schon, wo ist die Lunge her, hatte der Familie, sind noch viele Angehörige, ja, und durch so einen Brief, manchmal kriegt man ja auch Antwort, aber wenn man ihn geschrieben hat, erstmal wenigstens gut. Wenn sie es wollen, dann haben sie jetzt, wissen sie auch, dass sie was Gutes getan haben mit der Spende. Das ist schon schade, dass es da im Moment gar keine Möglichkeit mehr gibt. Ich bin Afrika-Fan und ich wollte schon immer nach Afrika und ich habe gedacht, nee, kannst du nicht hin. Dann war ich auf einer Messe hier bei uns in der Nähe und da war einer, der hat diese Afrika-Reisen auch so organisiert, der kommt aus dem Nachbardorf. Und da war ich halt mit Mundschutz da und dann habe ich gesagt, naja, ich würde ja so gern, aber es geht ja nicht. Da kann man ja Malaria und was ist nicht alles, sag ich, das sagt er doch, das geht. Sag ich, hä? Und dann war ich 2 Jahre später wieder da und dann ohne Mundschutz und dann, ach ja, sie kenne ich noch von letztem Mal. Und sage ich, ja, habe ich gesagt, ich würde ja mal mit ihm einen Termin machen, dass wir das mal bereden, ob es wirklich geht. Und dann waren wir da und haben wirklich alles durchgesprochen und er hat uns eine Route vorgeschlagen in Südafrika, die relativ sicher ist. Und in Namibia war ja deutsche Kolonie, sagte, da ist auch vieles deutsch, das ist alles. Ja, dann waren wir dann 2014 in Afrika.